Hallihallo, heute schauen wir uns mal X2Go an. Ja, so eine Art Remote-Desktop-Protokoll, läuft aber über SSH-Only und das ist ganz gut und ganz nett. So, man kann auch einzelne Anwendungen ausführen. Was ihr hier seht, ist Ubuntu 12.04 LTS. Das ist ein Desktop, den ich bereits fernsteuere. Das soll jetzt unser Server sein, ja, auf den ich zugreife. Dort muss man installieren mit sudo apt-repository ppa. Diesen Link hänge ich an in der Videobeschreibung. Dann muss man diesen Server noch installieren auf den Rechner, den man halt fernsteuern will. Natürlich muss man der Paketquelle vertrauen. Das tue ich jetzt hier mal. Dann noch mit einem sudo apt-get-update alles mal ein bisschen aktualisieren. Beziehungsweise es wäre sinnvoll, das wohl in dieser Reihenfolge zu tun. Nachdem man also die Paketquelle hinzugefügt hat, mit apt-get-update dafür sorgen, dass alle Pakete aktuell sind und danach dann den Server installieren auf den, ja, auf den Server halt, den man fernsteuern will. Das ist kein richtiger Server, das ist einfach nur hier ein Ubuntu 12.04 LTS. Das benutze ich noch ganz gerne, weil da die alte Version vom PTV drauf läuft. Soll uns hier als Demo dienen. Außerdem hat Ubuntu 12.04 LTS noch Unity 2D, ja, und lässt sich von daher ganz gut fernsteuern. Die neueren Ubuntu-Versionen haben 3D Hardware-Anforderungen an die Grafikkarte und sind deshalb nicht so gut. Vielleicht lieber dann Mate Desktop zusätzlich installieren. Mit ifconfig herausfinden, welche IP-Adresse der Server im Moment hat. Gut, das erledigt ihr jetzt serverseitig, ne, damit ihr überhaupt so eine Session aufbauen könnt. So, auf den Client. Das ist jetzt mein Client, also der den Server angucken will. Könnt ihr direkt aus den Paketquellen sudo apt-get install x2go client installieren. So, und damit ich meinen Sound auch hier auf dem Klienten höre, weil ich wollte ja PDV, ne? Da ist ja Video und auch Musikbearbeitung, ne? Habe ich noch die Datei etc. Pulse Default PA modifiziert. Ne? War bei mir nicht so, dass ich den Sound hören konnte. Da musste ich dieses Modul noch da reintragen. Habe ich ganz unten der Datei hinzugefügt. So vorbereitet findet man das Programm dann ja in den Anwendungen, die man installiert hat. Wahrscheinlich zum Beispiel unter Internet und findet dann den X2Go-Klienten. Den habe ich hier schon gestartet. Na, ich bin ja hier auf dem Klientrechner. Gut. Dort kann man so eine Sitzung einrichten. Hier zum Beispiel PDB mit Ubuntu 12.04 LTS als Einzelanwendung oder halt die komplette Session, die man hier so sieht, die hier gerade so läuft. Läuft doch. Wie läuft es denn? Läuft ganz gut. Systemüberwachung, wie gesagt, alles über SSH. Auf dem Server muss natürlich der Benutzer so eingerichtet sein, dass man überhaupt per SSH darauf zugreifen kann. Gegebenenfalls eine Firewall-Einstellung machen, ja, falls ihr über die Firewall auf eurem Server SSH gesperrt habt, dann könnt ihr natürlich nicht darauf zugreifen, ist auch klar. Gut, wie macht man sowas? Eine Sitzung, ich habe hier schon fertige Sitzungen, ne? Also die wir gerade sehen, kann ich natürlich mit den Sitzungsvoreinstellungen mir nochmal anschauen. Da habe ich einen Sitzungsnamen vergeben, logischerweise, weil der Rechner, den ich fernsteuere, Ubuntu 12.04 LTS ist, habe ich den Namen vergeben. Die IP-Adresse, die ich mit ifconfig herausgefunden habe vom Server. Ja, also nicht vom Klienten, sondern vom Server. Dort eintragen, den Benutzernamen auf dem Server, den SSH-Port, wenn ihr keinen Standard-SSH-Port 22 habt. Ja, eintragen. Falls der Server irgendwo im Internet ist, ist der wahrscheinlich noch ganz anders abgesichert und braucht wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Den kann man dann hier eintragen. Hier wird es dann wichtig. Sitzungsart. Gut, das mit dem Unity als Sitzungsart, die kann man ja auswählen.
Funktioniert nur gut bei Ubuntu 12.04 LTS wegen halt Unity 2D. Will man eine einzelne Anwendung ausführen, nur ja, standalone, dann sowas hier. Andere, das ist hier, da muss man runterrollen, Anwendung oder veröffentlichte Anwendungen. Anwendung ist, wenn man direkt weiß, wie es heißt, den Pfad kennt. Veröffentlichte Anwendungen, wenn man irgendeine Auswahl noch haben will vorher. Anwendung, das zeige ich gleich noch. Das hier ist jetzt die Voreinstellung, Sitzungsart, zum Beispiel Unity. Wenn ihr Mate Desktop hättet, würdet ihr Mate auswählen. Ja, oder XFCE. Oder. Ihr sucht die Sitzungsart auf dem Server aus. Ja, muss natürlich dort installiert sein. Wenn auf dem Server Mate installiert ist, könnt ihr auch Mate wählen. Gut. Verbindung. Ja, die Geschwindigkeit. Ich bin hier im lokalen Netzwerk und habe das Ganze auf LAN gestellt. Gut. Dann kann man noch einstellen, wie groß und wie breit soll denn jetzt das Bild sein, ne, das hier so erscheint. Das kann man aber, nachdem es gestartet ist, noch ganz frei skalieren. Ja? Das geht ganz prima. Da zuckt zwar so ein bisschen, ne, aber funktioniert. Ja? Gut, also das ist also nicht ganz so tragisch. Ich habe dann festgestellt, ich habe zwei Bildschirme hier. Eigentlich befindet sich unterhalb meines Desktops hier noch ein zweiter Bildschirm. Das Bild erscheint nicht immer unbedingt da, wo man es will, aber sei es drum. Kann man hier einstellen. Gut, dann Puls Audio Unterstützung aktivieren. Ja. Das ging erst nicht, musste ich halt, wie gesagt, da mit dem Kunstgriff hier, mit diesem Load Module, bla bla bla. Wo habe ich das her? Es gibt auf der entsprechenden Webseite vom Projekt Wikis und Readmes und oft auftretende Probleme kann man dort nachlesen. Freigegebene Ordner, das ist mir nicht so wirklich gelungen. Ich hatte mir hier auf meinem lokalen Klienten mal einen Ordner und mit automatisch verbinden kann man hier mit diesem Symbol hinzufügen. Funktionierte bei mir nicht, auch mit den Hilfe-Tutorials, dass man den lokalen Benutzer noch zur Gruppe Fuse, also Fuse, hinzufügen müsste. Das hat bei mir nicht so hingehauen, ist aber egal. Gut. So sieht das dann aus. Wie sieht das dann aus bei einer Einzelanwendung? Da sieht das so aus. Da habe ich dann das Gleiche eingestellt. Hier wollte ich dann nur PTV als Standalone-Anwendung einfach hier starten. Anwendung. Ne? Und dann muss man hier den Pfad halt eintragen. Hier in dem Fall User bin PTV auf dem Server. Da muss natürlich existieren und richtig geschrieben sein. Und der Rest ist genauso. So. Jetzt gehen wir mal hier raus. Jetzt beende ich mal diese Sitzung hier. Ne? Gut, ich kann das natürlich hier einfach schließen. Aber beim nächsten Start würde dann, hier steht beendet, das Ganze dann wieder an derselben Stelle gestartet. So, hier kann ich mir die Sitzung aussuchen. Wir nehmen jetzt mal, hier geht man auf Abbrechen. Und dann suche ich mir hier eine andere Anwendung aus, also andere Sitzung. Das ist jetzt unsere Einzelsitzung PTV, da wo nur PTV gestartet wird. Und das finde ich unheimlich klasse. Okay, verbindet. Ne? So, wo ist nur PTV? Machen wir nochmal, ach so, das muss ich noch beenden. Ist vielleicht ganz sinnvoll, die anderen. Ah, das muss man ein bisschen rumexperimentieren. Ubuntu ist ja aktiviert. Und das ist aktiviert, da muss man ein bisschen rumspielen. Das ist nicht immer ganz eingängig. Muss ich noch mal testen. So, hier muss ich mich dann einloggen. Soll jetzt eigentlich nur PTV erscheinen und hoffentlich tut es das auch. Und das tut es auch. Also gut. Ja, also wie gesagt, hier nur PTV ganz alleine für sich. Das auf dem Server läuft, sehe ich jetzt hier als Einzelanwendung laufen auf meinem Klientrechner, obwohl das hier gar nicht läuft. Gut, hier gehe ich mal, ne, da hatte ich mein letztes Video, kann ich hier wunderbar, als wäre das Ganze hier auf meinem lokalen Rechner, kann ich PTV benutzen und kann dann auch den Ton hören, hoffentlich. 20,99 Euro, nie bekommen. Ja. Geht, also ich kann PTV benutzen und auch den Ton
hören dank des Puls-Audio-Eintrages. Und das Ganze läuft so, als wäre es hier auf meinem Rechner. Und mein Rechner, den ich hier habe, mein Klientrechner, der ist nicht so schnell und der Server, wo jetzt PTV drauf läuft, der hat mehr Prozessoren und deshalb benutze ich PTV hier auf einem System, wo das alte PTV gar nicht geht und sehe das Bild so, als würde es hier nativ laufen. Finde ich gut. Sehr schön. X2Go-Client. Wie gesagt, die Links hänge ich euch noch an. Hier muss man noch, wie gesagt, in der Sitzungsverwaltung dann vielleicht mal mit den Einstellungen noch mal ein bisschen rumspielen, kann das alles noch mal probieren und ändern, wenn man denn will. Ansonsten, wie gesagt, auf der Projektseite x2go.org mal in den Wikis gucken. Da gibt es so einige Problemlösungen auch für andere Desktop-Systeme. Das Ganze gibt es auch für Windows, damit man zum Beispiel auf einen Linux-Rechner zugreifen kann. Aber von Windows auf Windows nicht. Nein, geht nicht. So, wunderbar. Finde ich gut. Das ist eigentlich auch so eine Art Thin-Client dann eigentlich. Ne? Also hier muss man immer auf abbrechen, wenn man die andere Sitzung wieder will. Dann muss man wieder darauf, dann muss man ein bisschen fummeln. Also die Bedienung ist nicht immer ganz eingängig. Und wie gesagt, erscheint er meistens erst auf einem Monitor. Es gibt auch ein Browser-Plugin. Da muss man auf dem Server mal noch was installieren. Also jetzt erscheint das Bild wieder auf meinem hier drunter liegenden Monitor. Also es verteilt sich so ein bisschen nicht so, wie ich so will. Nee, jetzt hat sich es wieder maximiert auf den unteren Monitor. Da muss man ein bisschen mit rumspielen. Ja, gut. Also wenn man mehrere Monitore hat, dann wird es vielleicht so ein bisschen spackig. Also es ist ganz perfekt, ist es noch nicht. Aber wie gesagt, wenn man es zum Beispiel als Thin-Client-Anwendung nutzen will, gibt es auch noch Speziallösungen dafür. Man kann es, wie gesagt, so skalieren, wie man Lust hat. Kann es nebenbei benutzen. Hat seinen Server immer im Blick. Hat auch den Sound hier im Blick. Also wenn ich jetzt auf dem Server den Sound ändere, dann ändert sich auch auf meinem Klienten das, beziehungsweise vom Klienten. Das geht parallel. Sehr schön, ne? Wo hat man sowas? Wie gesagt, es gibt auch ein Browser-Plugin, wo man das Ganze vom Webbrowser aus machen kann. Und ich habe auch schon Tutorials gesehen. Irgendwo gibt es das auch für Raspberry Pi, obwohl es auf der Projektwebseite eigentlich gar nicht so ausgelobt ist. Wie gesagt, mit diesem Fuse-Dateisystem haut das noch nicht ganz so hin bei mir. Vielleicht ist da irgendwas noch nicht freigegeben. Was ich gesehen habe, es wird eigentlich im Temp-Ordner ein versteckter Unterordner erstellt, STRG anzeigen, und der heißt x2go und dann der Benutzername, und da wird so einiges noch gezaubert, aber ich konnte jetzt nicht einen freigegebenen Ordner mal ebenso freigeben, also da müsste ich nochmal gucken. Ansonsten benutze ich nämlich jetzt einfach so mein NAS-Laufwerk zum Datenaustausch. Aber funktioniert so prima. Vor allen Dingen die Einzelanwendungsgeschichte finde ich klasse. Probiert es mal aus. Und ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.